Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um die Benutzer- und Gruppenverwaltung in Windows 10. Müsste aber unter 7 und 8 ziemlich das gleiche sein, denke ich. Genauer gesagt will ich euch schnell zeigen, was oder wie wir das machen, wenn der User- und Gruppenmanager fehlt. Damit meine ich, wenn wir unsere Computerverwaltung hier aufrufen. Da haben wir ja hier die Möglichkeit, unter lokale Benutzer und Gruppen, ja, die Benutzer zu verwalten, eben, ja, hinzufügen, löschen, Kennwort ändern, Berechtigungen zu irgendeiner Gruppe hinzufügen und so weiter und so fort. Hier sind nochmal die Gruppen, ja. Allerdings ist es so, dass bei dem einen oder anderen dieser Ob oder der Manager hier fällt, ja, es ist nicht da, so dass es eben hier so aussieht. Ich rufe nochmal schnell hier die Computerverwaltung, genau, ja. Hier haben wir ja Freigabe, freigegebenen Ordner, danach kommt Leistung. Dieses ja, lokale Benutzer und Gruppen ist nicht da eben. Ja, das fällt hier einfach, dieser Manager. Nun, das liegt ganz einfach daran, dass dieser User- und Gruppenmanager hier nur ab der Pro-Version, ja, ab der Windows Professional-Version mit dabei ist. Wenn ihr also eine Home Edition habt, dann werdet ihr den Manager hier so nicht finden. Ja, bei der Home Edition sieht es hier eben so aus. Aber natürlich können wir auch bei der Home Edition die lokale User, ja, die Berechtigungen und die Gruppen managen. Nur nicht über die Computerverwaltung hier eben. Da gibt es andere Möglichkeiten oder Wege, ja. Vielleicht ein bisschen mehr eingeschränkt. Und zwar einmal ganz klassisch hier über Windows-Einstellungen und Konten. Ja, einmal hier rüber. Hier haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, ja, das Konto zu verwalten, die ganzen Konten hier zum Anmeldeoptionen, Kennwort ändern und so weiter. Irgendwo kann man hier auch einen neuen Benutzer hinzufügen hier. Ja, irgendwie das hier, genau, Konto hinzufügen, ja, das hier kann man ein neues Konto erstellen und so weiter. Wer ist ein bisschen übersichtlich hier, muss ich sagen, das kenne ich jetzt, ja, ich nutze das jetzt nicht so. Das ist die eine Variante. Wer da vielleicht beziehungsweise wir können noch mal mit Windows R hier und hier Control User Passwort 2 eintippen und Enter oder OK bestätigen und schon poppt dieses Fenster hier auf, ja, Benutzerkonten. Und hier haben wir die ganzen Benutzerkonten. Bei mir ist jetzt in dem Fall nur eins hier. Wir können eins erstellen, einen neuen hinzufügen hier oder die bestehenden hier über Eigenschaften, also einfach markieren Eigenschaften und das hier ja verwalten, managen, hier Benutzername ändern, vollständiger Name. Hier kann man die Gruppenmitgliedschaft nochmal ändern, ja, Standardbenutzer, Administrator oder zu irgendeiner anderen Gruppe hier hinzufügen. Ich lasse mal bei einem Admin-Gruppe hier. Ja, das ist, wie gesagt, die zweite Möglichkeit. Das ist natürlich etwas eingeschränkter als beim Professional hier. Das wäre jetzt hier, wenn wir jetzt auf Erweitern. Genau, lokale Benutzer und Gruppen, bla bla. Das wäre jetzt, als wenn wir hier, genau, Local User Manager.msc eingeben. Ist das gleiche hier. Ja, das gibt es nur bei der Professional-Version, wie gesagt. Genau, wer vielleicht mit der alten Kontrollsteuerung noch
Oder lieber arbeitet, der kann es natürlich auch hier ober, also mit Windows R hier drücken und Control eingeben, mit Enter bestätigen. Und hier sind ja die Benutzerkonten, wie wir sie aus der ja, Windows 7 kennen. Genau, einfach hier auf Benutzerkonten und hier kann man Kennwort, Gruppen, Eigenschaften, tralala. Typ ändern, ja, Standard, Admin und so weiter. Hier braucht man natürlich die Berechtigung. Ja, genau, das war es im Prinzip auch schon alles, was ich euch schnell zeigen wollte jetzt hier. Ja, warum die Option hier bei manch einer fällt. Dieses Manager, ja, es liegt wie gesagt einfach daran, dass nur die bei der Home Edition dieser Manager nicht mit dabei ist. Ja. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat oder irgendwie weitergeholfen. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.